noch, was weiß ich, wie oft hier von denen. Okay, ich merke schon, da geht's nicht lang. Alles klar, dann geht es hier andersrum. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich die Kanalisation damals, als ich das schon mal gespielt habe, gehasst habe wie die Pest. Ich glaube vor allem wegen diesen Teilen, die von oben da runter greifen. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann man sie besiegen. Aber die zeigen sich ja gar nicht groß. Ist mir jetzt aber egal, ich umgehe die einfach. Oder beziehungsweise... Ach hier, komm her, was wollt ihr denn? So. Du zappelst noch, also zack. Matschepampe. Okay, gehen wir erstmal ganz geradeaus durch. Und da haben wir wieder neue Vorräte. Tonikum und Mattpatronen, sehr gut. So, mal schauen, ich glaube, jetzt müssen wir hier lang, ja, geht nicht anders. Da ist die Leiter, aber ich vermute mal, wir müssen dann wahrscheinlich erstmal da noch überall lang, nach links. Schauen wir mal. Ach, er hat mich wieder erwischt, verdammt. Noch bin ich grün. So, wir versuchen das jetzt gar nicht erst hier. Ich will sowieso noch die andere Richtung erkunden. Okay, hier liegt nichts. Hier ist auch nichts. Mal schauen, ob wir hier durchkommen. Jawohl. Jawohl, Volltreffer. Okay, hier geht's nur hier lang. Ach, komm. So. Tot. Halt, was war... Da war was, oder? Okay, nee. Okay, hier geht's... Ist ja egal, auf welcher Seite es... Mal gucken, was es hier bei uns für uns zu holen gibt. Ah, geht's immer nur geradeaus, das ist relativ einfach. Hier geht's auch nicht weiter, da liegt auch nichts, also links lang. Aber ganz schön groß die Kanalisation, mein lieber Mann. Oh, jetzt habe ich wieder irgendwie was... Höre ich was Unheimliches. Uiuiui. Was geht ab hier? Nichts? Ist hier nichts zu holen? Och Mann. Dann hätten wir das ja auch sparen können hier. Hm. Blinkt da nicht irgendwie was? Ah, hier ist was, doch. Da ist ein Schlüssel zum Kanalisationsausgang im Wasser. Mitnehmen, ja, hätte ich fast übersehen. Oh oh. Ja. Wisst ihr, was ich mit euch jetzt mache? Ich lasse euch einfach. Ihr könnt mich mal. Gar keinen Bock auf euch.
Das spare ich mir. Ja klar, wir werden da also gar nicht rausgekommen. Wir hätten also eh hier hinlaufen müssen. Das war mir im Grunde klar. Oh, was denn jetzt wieder? Was war das? Neue Monster? Jawohl, und jetzt sind wir gleich da. Ach komm. Ach komm, leck mich doch am... Verwendet und raus. Können mich mal, habe ich gar keinen Bock drauf. Hier sind aber auch wieder Monster. Gibt es hier auf der anderen Seite noch was zu holen? Kommt man da durch? Nee, da kommt man ja nicht durch, ne? Ach, guck mal, der wartet da vor der Tür. Da kannst du lange warten. Ich komme nicht zu dir. Speichern und gut ist. So. Hoch da. So, dann müssten wir jetzt ja im Park sein. Ich habe keine Landkarte von diesem Ort, okay. Information. Eine Karte des Erholungsbereichs mitnehmen. Jawohl. So, wir sind also wieder mal... Okay. Ah, und der See ist da unten. Ich sehe schon. Annie's Bar. Hört sich aber auch interessant an. Gehen wir also erstmal in diese Richtung. Ganz schön finster. Und es schneit und es kommen Monster. Ja, natürlich. Egal, ich muss jetzt gleich links. Weil ich will erstmal einen Abstecher in Annie's Bar machen. Einfach, weil mir jetzt gerade Lust drauf habe. Wenn es hier überhaupt reingeht. Ja, habe ich mir gedacht, dass es hier reingeht. Ich weiß nicht warum. War so eine Eingebung. Are you okay? Yeah, I guess so. But I'm beat. I thought I was a goner there. So how'd it go? Did you find a way out? No, not yet. How about you? Zip. But it's too soon to give up. This craziness can't go on forever. A military rescue squad should be here any time now. If they come through the town, we're home free. I hope so. I better get going. This isn't the time to stand around flapping our gums. Do you know a girl called Alessa? No. Okay, er hat nach Alessa gefragt. Wer immer das auch sein mag.
Aber das haben wir ja im letzten Part, glaube ich, mitbekommen, dass da jemand namens Alessa gibt. Oh, hier können wir Billard spielen. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, der Doktor, den hatten wir ja im Krankenhaus bereits getroffen. Er hat auch noch keinen Weg hier rausgefunden. Wir haben ihn gerettet. Er hätte uns eigentlich ein bisschen dankbarer sich noch zeigen können, sollen. Was ist hier? Kaufmann muss das fallen gelassen haben. Schau mal, es ist voller Zeug. Kaufmannsschlüssel. Eine Quittung. Interessant. Was steht denn auf der Quittung? Quittung vom General Store, wahrscheinlich von Kaufmann hinterlassen worden. 0473. Eine Rechnung mit einer mit einem Code drauf. Könnte irgendein Code sein, den wir brauchen. Kaufmannsschlüssel, eine 3 ist auf dem Anhänger. Der Schlüssel ist wahrscheinlich vom Kaufmann fallen gelassen worden. Eine 3. Wo könnte uns das weiterbringen? Schauen wir mal. Hier ist noch was? Nee, nein. Gönnen wir uns doch erstmal einen Drink. Oh, beziehungsweise zwei Tonika. Und hier geht's auch raus. Und hier können wir mal wieder speichern. So, hier speichern wir jetzt. Ja, ich vermute jetzt fast, wenn wir jetzt hier rausgehen, dass wir dann quasi, zeig euch mal die Karte, dass wir dann... Ach nee, das ist der Eingang, wo wir waren, ne? Oder? Wo wir reingekommen sind, meine ich. Okay, wir sind jetzt hier. Bachman Road, genau da, wurde ja Cheryl auch gesehen von der Polizistin, ich weiß gerade nicht mehr ihren Namen, Sybil Bennett, genau. Gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass das wieder so eine Abkürzung hier ist. Was heißt Abkürzung? Der einzige Weg da durch, aber so ist es anscheinend nicht. Indian Runner, gehen wir da auch noch hin? Nein, wir gehen jetzt mal die Bachman Road nach unten. Ach komm. Flieg doch woanders lang, Mensch. Und nerv nicht rum. Genau, wir gehen jetzt hier nach unten und versuchen mal jetzt auf direkten Wege, wenn es denn klappt, zum See zu kommen. Ja, ich... Ja, komm. Ich laufe jetzt so lange, bis du aufgibst. Ich kann schneller laufen, als du fliegen kannst. Oh nein, jetzt sind es schon zwei hier. Okay, okay, okay. Motel. Motel. Mal kurz gucken, hier ist ein Motel. Sanford Street, hier müssen wir sowieso hin. Hier kommt, gibt es ein Motel. Aber solange wir die auf den Fersen sind, laufe ich. What's this? Oh. Oh. Nein, nicht schon wieder. Nein. Dieses Mal ist das Gefühl anders. Anstatt des Übergangs von der Realität zu einem Albtraum, ist das eher wie Realität, die zu einem Albtraum wird. Ich mag dieses Gefühl nicht, als ob etwas Schlimmes passieren wird. Kein Zweifel, etwas Schreckliches geht hier vor. Ja, wir sind mal wieder in der Albtraumwelt. Haben unsere Verfolger abgeschüttelt.
Ja. Manch einer, der jetzt ganz sicher gehen will, läuft vielleicht nochmal zu Annies Bar wieder zurück und schaut sich dort nochmal um, falls es überhaupt möglich ist. Und ja, ich werde es jetzt einfach mal probieren, rein des Interesses halber. Aber wie man sehen kann, es geht nicht. Das war mir eigentlich auch schon klar. Und es klingelt mal wieder. Ja, die Schule ist aus. Soll ich mal versuchen, gleich hier nach links? Wenn das geht. Okay, es geht nicht. Also müssen wir die Straße ganz normal weiterlaufen. Laufen wir mal hier. Geht's hier vielleicht weiter? Nein, okay. Laufen wir mal direkt hier rechts, falls hier irgendwas liegt oder so. So, nochmal sehen, wo wir jetzt sind. Okay, wir müssten jetzt irgendwo links uns halten. Westgarage. Ah ja, und das geht nach links. Ich weiß nicht, hier sind immer so helle Streifen im Bild. Ob das nur mir auffällt oder ob dem wirklich so ist. Okay, 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 okay. Jetzt sollte ich wohl besser... was tun. Weil jetzt sind es einfach zu viele hier. Und ich will meine Ruhe. Jetzt werde ich die Waffe mal nehmen. Komm schon. So, komm. Blöder Vogel. Nerv nicht rum. Na also, geht doch. Klingelt aber immer noch. Gehen wir mal hier lang. Was haben wir hier? Rettungsring. Was ist das? Nichts weiter. Naja, das ist ja alles sehr idyllisch. So. Mein Gott, hier hat man nicht mal für 5 Minuten seine Ruhe. Und schon wieder ein Hund. Oh Mann.
Klappe jetzt mal. Endlich mal Ruhe hier. Meine Güte. Und ich bin wieder orange. Tonikum. So. Jetzt will ich mich mal in Ruhe hier umgucken, ohne dass ständig einer nervt. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Okay, da sind zwei Kreuze. Leuchthorn. Da müsste es doch eigentlich irgendwie hingehen, aber... Okay, hier geht's nicht weiter. Doch, so geht's weiter. Und jetzt klingelt's schon wieder. Oh, hier haben wir einen Imbissstand oder sowas. Churros, keine Ahnung. Ach nein, wieder ein Vogel. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Wege jetzt. Ja, hier runter. Komm, ich lasse den Vogel Vogel sein und komme hier nicht durch. Na super. Halt, Moment. Ich sehe, wo es lang geht. Da geht's lang. So, jetzt kann uns der Vogel mal kreuzweise. Dann gehe ich mal hier rein. Aufs Boot. Was haben wir denn hier? Hier scheint nicht allzu viel zu... Was? Da ist dein Körper, der am Schott eingekeilt ist. Naja, appetitlich. Hier geht's anscheinend nur durch. Sybil. Harry. How did you get back here? I followed the sewer. Were you the one who cut the fence? Yeah. I'm glad you made it. I was worried about you. You were worried? Where did you disappear to? Never mind. I want to know what's going on here. What is with this town? This may sound really off the wall, but listen to me. You've got to believe me. I haven't gone crazy, and I'm not fooling around. At first, I thought I was losing my mind. But now I know I'm not. It's not me. This whole town. It's being invaded by the other world. By a world of someone's nightmarish delusions come to life. Little by little, the invasion is spreading. Trying to swallow up everything in darkness. I think I'm finally beginning to understand what that lady was talking about. Harry, hold on a minute. I don't get it. Look, I don't understand it all myself. I guess I can't explain it. Well, what's making this happen? I don't know that either. But I do know Cheryl is there. There? Under whoever created this darkness. Cheryl is somewhere, and she needs my help. Harry, this whole thing's been a major blow to you. You need to rest. Sybil, I... The demon is awakening, spreading those wings! Dahlia Gillespie. Was it not as I said? I see it all now. Yes, everything. Hungry for sacrifice, the demon will swallow up the land. I knew this day would come. And what's more, the task is almost finished. There's only two left.
to seal this town to the abyss, the mark of Samael. When it is completed, all is lost. Even in daytime, darkness will cover the sun. The dead will walk and martyrs will burn in the fires of hell. Everyone will die. So what am I supposed to do? I've got to save Cheryl. It is simple. Stop the demon. The demon taking that child's form. Stop it before your daughter becomes a sacrifice. Before it is too late. Stop it! Stop it! What do I do? Go to the lighthouse on the lake. And to the center of the amusement park. Make haste. You are the only hope. Look, Harry. I really don't get what's going on. But if there's a chance we can save your daughter, I'm in. I'll check out the amusement park. You go to the lighthouse. Sybil, thanks. You will need to use it. Use what? The Flauros. Only with that can you stop it. What about Sybil? Okay, ja, das war ja mal sehr interessant mal wieder. Und vor allen Dingen, na, jetzt sacken wir erstmal hier alles ein. Die hat ja eine Menge geredet, die Alte. Ja, der Dämon ist dabei, ein Opfer zu nehmen. Ich habe jetzt so verstanden, dass Cheryl das Opfer sein soll. Und wenn das passiert, wird die Dunkelheit hier alles verschlingen. Und der Dämon wird wieder erwachen. Da ist ein Steuerrad, aber kümmern Sie sich jetzt nicht darum. Was ist hiermit? Ja, das hört sich alles gar nicht gut an. Sybil ist hier rausgegangen. Wie es aber weitergeht in dieser Hinsicht und ob wir es zum Leuchtturm schaffen und was dann so weiter passiert, das erfahrt ihr natürlich mal wieder im nächsten Part von Let's Play Silent Hill. Jo, macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Sagt euer Dreambird und speichert jetzt nochmal schnell ab. Also, bye bye. Ciao, ciao. Euer Dreamy.